Frau Irmgard und Herr Walter Rosenberg sind Anwohner direkt von dem Bombenfund, können quasi in die Grube reingucken. Ja. Beschreiben Sie mal, was haben Sie denn da gesehen? Ja, wir haben gesehen, die haben ausgeschachtet haben und alles abgesucht. Ja, wir durften nicht? Ja dann nicht mehr rein. Wir durften ja nicht mehr rein, aber wir haben gesehen, die haben richtig alles gut gemacht. Nicht? Und wo waren Sie jetzt die letzten Stunden, die letzten Tage? Jetzt waren wir in der Gaststätte Sonnenburg. Sonnenburg, wir haben dort zwei Nächte übernachtet. Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, man hat jahrelang neben einer Bombe, die in 4 Metern Tiefe gelegen hat, gewohnt? Es ist gar kein gutes Gefühl. Vor allen Dingen, wir haben da den großen Berg und da ist den hinten Rasen halt immer noch mitgegossen. Ne? Und hab die Bombe mitgegossen. Wobei, was haben Sie denn jetzt alles mitgenommen? Na, bloß, dass man für 2 Tage... Die nötigsten Sachen. Und die anderen Sachen, die haben wir bei seinen Arbeitskollegen in Schwante untergestellt. Die Papiere und die Wäsche. Mehr haben wir nicht mehr. Jetzt soll gleich die Bombe gesprengt werden. Mhm. Was ist das für ein Gefühl für Sie? Ganz schönes Gefühl. Wir hoffen, dass wir noch unser Haus ganz haben. Die Anspannung ist ganz groß wieder. Die ist jetzt ganz groß wieder. Weil wir nur gar keine Wohnung dann haben. Ne? Wie war die Unterstützung der Stadt bei Ihnen? Die war gut an und für sich. Die haben uns ja die Adressen also gegeben, wo wir... Die Adresse gegeben von dieser Gaststätte und wir bekommen auch die Übernachtung wieder zurück. Wir kriegen mal bezahlt. Wie lange wohnen Sie jetzt schon in Lindenbrink Nummer 3? Seit 98. Nee, wohnen wir nicht 98, stimmt nicht. Wir wohnen jetzt seit November 2006 wohnen wir hier in den Lindenring 3. Aber seit 98 wohnen sind wir in Oranienburg. Jetzt wollen wir das natürlich nicht hoffen, aber mal angenommen, es passiert doch etwas Unvorhergesehenes und das Haus oder Ihre Wohnung wird in Mitleidenschaft gezogen. Haben Sie sich irgendwie dagegen versichert? Ja, wir sind versichert, aber ob in diesem Falle die Versicherung bezahlt. Wir sind versichert, aber die wollen nicht zahlen. Wir sind in der Hausratversicherung, und Familienrechtsschutz. Aber ob die jetzt zahlen bei dieser Bombenfund, das wissen wir nicht. Da haben sie uns schon geschrieben, dass wir nichts kriegen, gar nichts. Und das ist nicht in Ordnung. Wir können nicht davor, dass wir die Bombenfund. Wir werden trotzdem jetzt in Verbindung setzen mit unserer Versicherung, dann werden wir weiter sehen. Dann wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Vorweihnachtszeit und alles Gute und dass alles heil bleibt. Recht schönen Dank. Recht schönen Dank.